Bewohner der letzten Stadt. Der Menschheit wurde ein schlimmer Schlag versetzt. Unsere Vorhutspäher bestätigen, dass Io, Mars, Titan und Merkur verschwunden sind. Wir wissen nicht, warum. Wir haben keinen Kontakt zu Deputy Commander Sloan und dem Schriftgelehrten Asher Mir. Überall im System sind Hüter im Einsatz, um Antworten zu finden. Anhand dieser Antworten werden wir reagieren. In der Zwischenzeit bitten wir alle lichtlosen Zivilisten, in der Sicherheit der Stadtmauern unter dem Reisenden zu verweilen. Verliert nicht die Hoffnung. Die Menschheit hat schon viele Schrecken überlebt. Die Kraft dazu gab uns unser Zusammenhalt, die feste Entschlossenheit, sich füreinander einzusetzen. Seid stark. Seid mutig. Der Reisende schützt uns. Und wir schützen euch. Die Hüter werden es schaffen. Das tun sie immer. Ich habe die Dunkelheit schreckliche Dinge gebären sehen. Und sie kommen immer näher. Meine Zukunft beginnt hier nicht, aber deine Hüter. Es ist Zeit, jenseits des Lichts zu treten. Und alles beginnt mit einem Splitter. Freunde, wir sind in großer Gefahr. Die Erde, die große Maschine, Elixni und Menschen. Die Dunkelheit ist unter uns. Wir alle sind in großer Gefahr. Meine Art muss leben. Bitte schickt Hilfe. Es bleibt nicht viel Zeit. Was? Da ist noch einer. Die Scans zeigen alle dasselbe. Nichts. Warum wollte uns die Dunkelheit hier haben? Du bist ruhig heute. Ja, es ist nur, immer wieder stellen wir uns der Dunkelheit und können sie doch nicht aufhalten. Wir sind so machtlos. Ich empfange ein Notsignal. Jemand ist in Schwierigkeiten. Es ist Varix. Er hat einiges zu erklären. Die Dunkelheit ist... Ich werde Savannah eine Nachricht schicken. Nein, warte. Weißt du, woher das Signal kommt? Von hier. Europa. Ich habe Varix Notsignal jenseits des Bergkamms geortet. Wir sollten uns beeilen. Dafür hat Varix also das Gefängnis der Alten eingetauscht? Tja, wenn ich an der Ermordung von Kate 6 beteiligt gewesen wäre, würde ich mich auch auf einem trostlosen Mond verstecken.
Wir sind nah am Ursprungspunkt von Variks Notsignal. Diese gefallenen Patrouillen sind genau da, wo wir hingehen. Im Lager. Sie müssen auch hinter Variks her sein. Beeilen wir uns! Diese Gefallenen haben ein unbekanntes Haussymbol getragen. Mit wem haben wir es hier zu tun? Jemand hat sich hier aufgehalten. Es gibt Spuren von dunkler Energie. Es ist Braytag. Aus Eventide. Clovis Brays Kolonie aus dem goldenen Zeitalter hier auf Europa. Wer auch immer hier war, hat es benutzt, um auch Variks zu verfolgen. Sie müssen das Notrufsignal vor uns abgefangen haben. Okay. Ich habe jetzt den wahren Ursprungspunkt des Signals. Nicht weit von hier. Beeilung! Variks muss wirklich in Schwierigkeiten stecken. Wenn wir ihn nicht zuerst finden, wird es jemand anders tun, falls es dann noch nicht zu spät ist. Warte! Die Dunkelheit. Sie ist nah. Ich spüre sie, aber sie ist irgendwie anders. Sicher vor dir. Ja? Durchsucht die Gebäude. Findet ihn. Warte! Eramis, alte Freundin. Diese Mächte erzeugen Chaos. Sie verändern dich. Das... Bleib du bei deinem Maschinengott. Mit dieser Macht bestimmen wir unser Schicksal. Er spielt einem was vor, lebt in der Vergangenheit. Ich bin blind gewesen.
Mach kurz einen Prozess mit ihm. Varek sollte sich direkt vor uns befinden. Da! Von dort kommt Variks Signal. Warte, ich empfange mehr Unruhe in den Comms der Gefallenen. Sie sollen den Bereich umstellen. Die Schlange kommt hier nicht lebend raus. Es wird geschehen, Eramis Kell. Retter, beeil dich. Du musst mich befreien. Dankt euch und muss sich jetzt verstecken. Nicht so schnell. Wir haben deine Nachricht gehört. Die Dunkelheit ist unter uns. Was soll das bedeuten? Keine Zeit. Sie kommen. Varix bittet erneut um deinen Schutz. Ich suche drinnen Zuflucht. Sei erfolgreich und Varix wird alles offenbaren. Das ist der letzte. Erfolg, Retter! Varix ist wahrlich dankbar. Dann beweise es. Wir erwarten Antworten. Kommt zu Varix und ihr werdet sie erhalten. Aber seid euch bewusst, dass unsere Arbeit hier gerade erst begonnen hat. Doof.
vertraust Varex nicht, ja? Heb dir dein Misstrauen, deinen Vorwurf für später auf. Die Elixni, die mich angriff, sie ist Eramis, die Schiffsdiebin, ein neuer Kell der Kells. Sie vereinte die Häuser. Und sie will eine Armee aus Elixni schaffen. Angetrieben von der Dunkelheit. Wenn sie niemand aufhält, wird sie uns alle zerstören. Du musst gehen. Varix wird dir den Weg zeigen. Varix, die Macht, mit der Eramis dich gefangen hat, war das... Die Dunkelheit. Ja, wir nennen sie Stasis. Eine Kraft, die im Gegensatz zu eurem Licht steht und von der Pyramide stammt. Sie hat Eramis in die Irre geführt. Europa sollte ein Zufluchtsort für die Elixni werden. Aber die Stasis hat sie verdorben. Mit ihr verwandelt sie ihre Besessenheit in Tatkraft. Und sie arbeitet hastig daran, die Elixni mit der dunklen Gabe zu stärken. Wenn Eramis nicht aufgehalten wird, wird sie eine Armee aufstellen, die in der Lage ist, das Licht ein für allemal auszulöschen. Das sind die Reste von Eventide, der Europakolonie von Clovis Bray. Gebaut, um jene aufzunehmen, die gekommen sind, um Exos zu erschaffen. Und um sie zu werden. Bis wir ankamen. Vieles wurde von Eramis enthüllt. Alles hat sich als überaus gefährlich erwiesen. Dann müssen wir es ihr einfach wegnehmen. Und was ist mit dir? Warum bist du nach Europa gekommen? Um dich vor der Vorhut zu verstecken? Varix weiß, was du andeutest. Der Tod von Kate 6 war nicht meine Absicht. Es vergeht kein Tag ohne Reue. Ich werde mich für diese Verbrechen verantworten. Aber erst, wenn mein Volk vor Eramis sicher ist. Dieser Dom, ist das der Ort, an dem du lebst? Ein Gipfel der Hoffnung für die verbliebenen Elixni. Aber eine ständige Erinnerung an Eramis Verrat an Varix. Thank you.
Ich spüre sie wieder. Die Energie, die ich bereits zuvor gespürt habe. Das muss Eramis gewesen sein, als sie die Stasis eingesetzt hat. Die Spur der Dunkelheit, die Eramis hinterlassen hat, führt direkt durch diese Tür. Aber sie ist verschlossen. Mit Stasis, ja. Ihr werdet nicht in der Lage sein, durchzubrechen. Dann werden wir einen anderen Weg finden. Eramis ist in der Nähe. Jetzt gehört sie uns. Captain! Jahrhundertelang haben sie uns gebunden. Sklaven der sogenannten großen Maschine. Wir haben sogar Statuen nach ihr erbaut. Wir waren Lakaien unserer eigenen Kreationen. Nicht mehr! Heute werfen wir ein für alle Mal unsere Ketten ab. Diese Macht ist ein Geschenk, das ich mit euch allen teile. Schon bald. Phylax! Einer nach dem anderen. Erheben wir uns! Dies ist unsere Zukunft. Unsere Feinde haben keine Chance gegen diese Macht. Die große Maschine wird endlich leiden, wie wir. Anscheinend sind unsere Feinde gekommen, um uns zu testen. Lassen wir sie nicht wagen. Nein, diese. Ich kann sie spüren. Sie ist zu mächtig. Eramis hat angefangen, die Stasis in ihrer Armee zu verbreiten. Ihr müsst sofort da raus. Ich rufe unser Schiff. Verschwinden wir. Nicht stehen bleiben, weiter! Sie haben tatsächlich die Dunkelheit. Die Gefallenen, das ist gar nicht gut. Das Schiff ist da. Links.
Da, über die Kluft. Los! Varix dachte, Eramis wollte ein neues Leben für die Elixnir schaffen. Aber diese dunklen Mächte haben ihren Verstand vergiftet. Und so bin ich vor ihr geflohen. Dafür nennt sie mich Verräter. Es sind noch andere geflohen, die, wie ich, immer noch die große Maschine verehren. Sie sind untergetaucht. Ich werde sie nicht zurücklassen. Ohne unsere Hilfe werden sie ihrem Krieg zum Opfer fallen. Aber vielleicht können sie gerettet werden. Europa ist nicht mehr der sichere Hafen, den ich mir erhofft hatte. Wir müssen die Retter all derer sein, die nicht unter der Herrschaft eines dunklen Kells leben wollen. Ein geheimes Kommunikationsnetzwerk würde es uns ermöglichen, Kontakt aufzunehmen. Varix, wir sind soweit. Wo ist das erste Relais? Varix dankt euch. Energieversorgung läuft, Varix. Gut. Noch zwei weitere. Okay, Varix, das waren zwei. Hast du das gehört? Klang wie Stimmen. Was? Wer? Die durch mich sprach. Dann müssen wir uns beeilen. Es gibt noch ein weiteres Relais. Oh nein, sie ist es. Sie ist hier. Sie ruft uns. Wir haben gerufen. Du hast geantwortet. Wir haben dich lange genug warten lassen. Nun komm, die Rettung erwartet dich. Das Licht hat dir nicht genügend Anerkennung gezollt. Wie einem Soldaten, dem immer wieder aufgetragen wurde, seine Befehle zu befolgen. Deshalb wollen wir uns bei dir bedanken. Mit einem Geschenk, das dir helfen soll, endlich die Oberhand zu gewinnen.
Und hier kommt unser Hüter. Gerade rechtzeitig. Ich weiß. Ich schulde dir eine Erklärung für das alles. Ich bat die Hüter einst, das schwarze Herz zu zerstören, um die Dunkelheit fernzuhalten. Doch trotz unseres Erfolgs ist mir jetzt klar, dass das Schicksal früher oder später an die Tür klopft. Die Schleusen sind offen. Die Dunkelheit ist hier. Jetzt nutze ich sie, um unsere Feinde aufzuhalten, wo das Licht es nicht kann. Deine Stärke in der Pyramide beweist, dass auch du sie benutzen kannst. Vor uns liegt eine sogenannte Ziggurat. Sie dient der Versuchung. Um dein Training zu beginnen, musst du nachgeben. Hier, nimm das. Du musst wissen, die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit ist sehr schmal. Überschreiten wir sie gemeinsam. Ich verstehe, warum du beim Plan der Fremden mitspielst, aber... Naja, sie verrät uns eindeutig nicht alles. Ich empfange eine Übertragung der Gefallenen. Es ist Eramis. Achtung an alle Lakaien der einst großen Maschine. Wusstet ihr, dass sie, bevor sie eure Art verdammt hat, dasselbe mit meiner gemacht hat? Ihr seid nichts Besonderes. Nur das Spielzeug eines sogenannten Gottes, dem sein eigenes Leben wichtiger ist als eures. Thank you.
Kann es sein? Ich kann diese vergiftete Macht an dir riechen. Verbreitet sich die Korruption so schnell? Oder hoffst du, Eramis mit ihren eigenen Waffen zu schlagen? Du befindest dich auf einem sehr gefährlichen Weg. Geh mit dieser Rücksichtslosigkeit zu Phylax, aber Vorsicht! Sie ist Eramis beste Kriegerin. Sie hat sich im Dämmerbruch einen Namen gemacht. Wenn du dich als würdiger Gegner entpuppst, wird sie sich zeigen. Phylax kam im Dämmerbruch zu Ruhm, ja? Ruhm für Skrupellosigkeit, für letzte Tode. Für Phylax gibt es keine größere Freude als den Kampf. Du musst sie herausfordern, aber sei vorsichtig, Mütter. Vermittelt uns ihre Position. Sieht aus, als hätten wir eine Einladung gewonnen. Noch einer dieser Riesenmechs. Technologie der Kellgeißel. Einem weiteren zersplitterten Haus. Vereint unter Eramis. Kleine Kreatur.
Hyblaks ist erledigt. Ihre Soldaten werden sich zerstreuen. Aber es gibt noch andere mächtige Elixir, die sich dir in den Weg stellen werden. Die Vernichtung des Generals zerstört nicht die Armee. Aber es ist ein Anfang. Bringen wir den Splitter ins Lager zurück. Eramis Anwesenheit auf Europa ist kein Zufall. Die Versuchung setzte das Rad in Gang, doch die Besessenheit trieb sie hierher. Um das Licht mit einer Armee der Dunkelheit zu zerstören. Sie und ihre Anhänger handeln selbstsüchtig und spontan. Die Dunkelheit bestärkt unsere Sehnsüchte. So erging es mir und denen, die mir lieb waren. Das hatte ich vergessen. Die Menschen setzen auf unseren selbstlosen Einsatz für eine bessere Welt. Die Dunkelheit ist für uns nur ein Werkzeug. Mit den Splittern der Dunkelheit bleibt Eramis weiterhin eine unmittelbare Gefahr für die Menschheit. Fokussiere deine Macht. Lass sie wachsen. Die Ziggurat erwartet dich. Hüter, das fühlt sich falsch an, dass du die Dunkelheit nutzt. Aber ich gehe nirgendwo hin. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Diese Macht, die Stasis. Ich mache mir Sorgen, dass sie einen größeren Tribut von dir fordert, als du glaubst. Ich kann dich mit dem Licht wiederbeleben. Aber das kann ich vielleicht nicht, wenn dich diese Macht verzehrt. Ich empfange eine weitere Übertragung von Eramis. An meine Elixni-Schwestern und Brüder da draußen unter den Sternen und hier zu Hause auf Europa. Wir haben heute einen großen Verlust erlitten. Unsere geliebte Kriegerin Phylax wurde von den Lakaien der einst großen Maschine umgebracht. Nach wie vor versuchen sie eifrig, uns auszulöschen. Vergesst nicht, das Licht brennt nur eine gewisse Zeit, aber die Dunkelheit ist ewig. Ich habe gesehen, was Macht mit Eramis angestellt hat, aber vielleicht bist du anders. Vielleicht gibt es Hoffnung. Praxis. Er ist der Visionär, der für Eramis Technologie verantwortlich ist. Er entzieht der Dunkelheit Macht. Aber Varix wusste nichts von seinen Geheimnissen, seinen Experimenten. Du musst herausfinden, wie er diese dunklen Waffen erschafft und ihn aufhalten. Eramis traf Praxis im Gefängnis, ja? Jeden Tag sprachen sie durch die Wände ihrer Zellen, träumten von einer neuen Welt. Seine Forschungen gaben Elixni die Fähigkeit, Kraft aus den Splittern zu ziehen. Sei vorsichtig, Freund. Töte Praxis und Eramis kann ihre Anhänger nicht mehr mit Dunkelheit ermächtigen.
Personen. Führen wir einen Testlauf durch. Initiiere Verteidigungsprotokoll, Nirsai. Ist es seltsam, diesen Ort zu sehen, Hüter? Elixvi werden von dem verfolgt, was wir verloren haben. Aber wir sind nicht gezwungen, in den Ruinen unseres früheren Lebens zu wandeln, wie ihr.
so werde ich nicht scheitern. Das ist alles, was dir die Maschine gegeben hat? Praxis ist erledigt. Wir sind bereit zum Aufbruch. Gut. Ohne Phylax und Praxis wird Eramis leichtsinnig. Unvorsichtig. Ohne ihre Berater ist sie schwach. Sie wird sich abmühen, diese neue dunkle Macht zu kontrollieren. Der perfekte Zeitpunkt für uns, um zuzuschlagen. Hüter, wir sollten mit diesem Splitter ins Lager zurückkehren. Die Fremde wird auf uns warten. Praxis und Phylax sind tot. Wir müssen sie rächen! Arthrax! Kredis und ich übernehmen das. Geh du in die Krypta und bereite die Leiche vor. Eramis, wir müssen uns ausruhen. Diese Mächte sind nicht, was wir erwartet hatten. Auch ich bin ungeduldig, aber es liegt Weisheit in der Vorsicht. Vorsicht! Sieh, wohin Vorsicht uns gebracht hat. Unser Feind nutzt unsere Schwäche aus. Wir müssen handeln. Ich gebe diesen Hütern die Zerstörung, die sie so lieben. Hüter, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es scheint, als wüsste ich jeden Tag weniger. Aber deshalb bin ich nicht hier. Die Vorhut hat Eramis beobachtet und ich habe wichtige Informationen für dich.
Du hast Eremis Pläne eindeutig gestört. Späher der Vorhut berichten, sie sei ins Kosmodrom geflohen. Vielleicht, um die Verstecke vom Haus der Teufel zu plündern. Ihr Plan ist unklar, aber ich glaube, sie ist verzweifelt. Begib dich zur Erde, finde heraus, was ihr nächster Zug ist. Und Hüter, ich verstehe, was du tust. Du bekämpfst Feuer mit Feuer. Aber die Dunkelheit ist uns nicht wohlgesonnen. Die Dunkelheit hat den Untergang hervorgerufen. Und sie will es erneut tun. Lass nicht zu, dass sie dich vom Licht abbringt. Die Stadt braucht dich. Ich brauche dich. Also, tu, was du tun musst, zum Wohle der Menschheit. Aber vergiss dabei nicht, wer du bist. Varix, wir haben herausgefunden, was Eramis im Kosmodrom gemacht hat. Es ist das Haus der Teufel. Oder was davon übrig ist. Sie ruft nach Verstärkung. Natürlich. Die Teufel werden jedem von Eramis Befehlen folgen. Und davon gibt es noch viele. Wir haben sie zu einer alten Fabrik zurückverfolgt. Verhindert, dass sie Europa erreichen. Wir sind dabei. Eramis wollte Europa mit Spinnenpanzern überschwemmen. Wir haben uns um die Verantwortlichen gekümmert. Ja, unsere Comms sind überfüllt von Klackern. Die Nachricht deines Erfolgs hat es bereits nach Europa geschafft. Eramis ist höchst unerfreut.
Sie plant, mit weiterer Verstärkung zu reagieren. Den Vex. Den Vex? Wie? Auf Europa befindet sich ein weiteres dunkles Geheimnis. Ein Portal, gebaut von Clovis Bray, das direkt zu den Vex führt. Erebus will es aktivieren. Dann muss sie aufgehalten werden. Wir sind auf dem Weg. Varix, wir sind hier. Machen uns jetzt auf den Weg zu Erebus. Das Portal im Inneren. Es wurde in eurem goldenen Zeitalter erbaut, um die Vex zu studieren. Aber die Vex entkamen. Ermordet viele. Ihr müsst euch beeilen. Verwüstung ist alles, was uns bevorsteht, wenn Erebus dieses Portal öffnet. Wir sind dabei. Hallo, Lakai. Es ist keine Überraschung, dich hier zu finden. Erebus, du darfst das nicht tun. Ist dir unser Volk denn nicht wichtig? Viel wichtiger, als du denkst, Verräter. Sag mir, Varix, warst nicht du es, der die Elixni im Gefängnis der Alten gefoltert und ermordet hat? Varix ist... ein Heuchler? Ja, ein Heuchler. Hier sterben sie wenigstens für eine Sache. Nenn mich ein Monster,
Aber zweifle nicht daran, dass ich das alles nur für die Zukunft unseres Volkes tue. Glaubst du, dass ein verrückter Kell einen verzweifelten Plan verfolgt, statt einen Schritt in Richtung Absolution zu tun? Nennen wir es Gerechtigkeit, weil ihr das Blut der würdigen Elixni vergossen und genommen habt, was rechtmäßig mir gehört. Eramis war schon immer dreist, aber das... Das ist anders. Die Dunkelheit durchdringt ihren Verstand und ihre Sinne. Wir werden sie aufhalten, Varix. Wir müssen. Armer, törichter Lakai. Dieses Mal habe ich dich zu meinem gemacht. Da ist sie. Jetzt fließt das Blut der Vex wie vor langer Zeit über Europa. Es wird euer Ende sein. Es ist offen. Diese radiolarische Flüssigkeit hin. Eramis, was hast du getan? In unserer Welt herrschten Wohlstand und Frieden. So wie in eurem goldenen Zeitalter. Wir verehrten die große Maschine. Schicksal schlug zu mit einem Wirbelwind,
der Zerstörung. Die große Maschine entfloh dem Chaos und ließ uns alle zurück. Wie die meisten von uns war Eramis von Zorn erfüllt. Sie begann, sich ein neues Leben aufzubauen, fand eine neue Familie, geschmiedet aus Wut. Eramis war beseelt davon, zu zerstören, was uns verlassen hatte. Varix fürchtet um das Leben der Elixni. Unter der Führung von Eramis sind sie verloren. Wir alle müssen uns entscheiden. Eramis stellte sich selbst über ihr Volk. Wenn Eramis ihr Ziel erreicht, werden die große Maschine und alle, die ihr folgen, sterben. In der Dunkelheit existiert nur eine Wahrheit: der Tod. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass du die Dunkelheit nutzt. Vielleicht brauchst du sie ja nicht mehr, sobald wir Eramis besiegt haben. Die Dunkelheit ist ein Parasit. Sie bohrt sich in deine Seele und nährt sich an deinen selbstsüchtigsten Begierden. Sie verdirbt jeden deiner Wünsche. Und du wirst das, was die Dunkelheit will. In dieser Welt gibt es für keinen von uns eine Zukunft. Ich habe es selbst gesehen und lasse das nicht nochmal zu. Deshalb sage ich dir, während du dich erneut vom Licht entfernst, in uns allen liegt die Kraft, die Dunkelheit zu kontrollieren. Wir müssen uns nur daran erinnern, warum wir hier sind. Wir sind die letzte Rettung der Menschheit. Zu sehen, wie du die Stasis benutzt, erinnert mich daran, wie verschieden wir sind. Selbst wenn du die Dunkelheit für das Gute einsetzt. Nichts kann die Tatsache ändern, dass ich im Licht geschmiedet wurde. Und all das, nun, es widerspricht dem, wer ich bin, was ich bin. Eramis sendet eine weitere Breitbandübertragung. Der Tag der Abrechnung steht uns bevor, meine Elixni-Freunde. Ein weiterer Grundpfeiler unserer wunderbaren Gesellschaft ist niedergerissen worden. Erhebt euch jetzt, meine Elixni-Freunde. Lasst nicht zu, dass dieser Abschaum noch mehr unserer Schwestern, Brüder, Väter und Mütter tötet. Wir sind die Zukunft unserer Art. Und wir werden alle vernichten, die uns bedrohen. Lasst keine Lakaien am Leben. Sei vorsichtig, Hüter. Das ist Stasis in ihrer mächtigsten Form. Ganz ehrlich, sie macht mir Angst. Ich möchte nur nicht dabei zusehen, wie sie sich gegen dich stellt. Ihr Griff ist unheilvoll.
Aramis wollte den Elixni zu wahrer Größe zurückverhelfen. Varix wollte ihr folgen, doch ihre Wut hat sie geblendet. Und Varix die Augen geöffnet. Aramis kann die Elixni nicht retten. Und wir können Aramis nicht retten. Wir müssen den Elixni helfen, die Aramis entkommen wollen. Wir müssen ihnen ihre zweite Chance gewähren. Und dann hält dich nichts mehr davon ab, ihre Herrschaft zu beenden. Aramis. Willkommen zurück. Es ist Zeit, dem Ende zu begegnen. Nicht.
sehe deine Ketten. All diese Macht an falsche Götter verschwendet. Ha! Erlaube mir, deine Ketten zu zerschlagen. Geist. Das ist... Ich kann nicht. Es tut mir leid. Ha! Sieh, was ich dir geschenkt habe. Kein Licht mehr, keine Dunkelheit. Fokussiere deine Macht. Lass sie wachsen. Oh, wie interessant. Das Einzige, was wir hier zerschlagen müssen, bist du. Dann los, Lakai. Zeig mir, was die Freiheit dir gebracht hat. Komm zu mir, Lakai. Nicht enden! Es kann nicht! Was? Du siehst, die Dunkelheit ist in dir. Sie ruft dich wie viele andere zuvor. Über Lebenszeiten und Zeitachsen hinweg. Hinter unserer Welt liegt eine weitere, von der Dunkelheit durchdrungen, in der Hüter dem Ruf der Versuchung folgend ihr Licht aufgaben. In jener Welt warst du keine Ausnahme. Doch hier, in dieser Welt, schlummern Licht und Dunkelheit in dir, Seite an Seite, und geben dir Kraft. Denk daran, wenn du erneut die Ziggurat aufsuchst. Du bist aus einem einzigen Grund hier, um die Dunkelheit in dir bestmöglich zu nutzen. Es ist Zeit. Sie erwarten dich. Ich will nur, dass du weißt, ich bin bei dir. In Licht oder Dunkelheit. Wir sind Partner. Jederzeit. Du kontrollierst die Dunkelheit in dir und hast Eramis Ende besiegelt.
Es ist Zeit, dass sich dir die Wahrheit offenbart. Ich erwähnte bereits eine andere Zeitachse. Meine. Dort war Aramis am Leben und die dunkle Versuchung gedieh. Sie durchdrang den Verstand der Guten, machte Jagd auf ihre Sehnsüchte und entfesselte ein neues, dunkles Zeitalter. Ich fürchtete, diese Entwicklungen seien unabwendbar, und das tue ich noch. Doch du gibst mir Grund zur Hoffnung. Unser Kampf ist noch lange nicht vorbei. Wir müssen diese dunkle Zukunft verhindern. Dank dir sehe ich nicht länger einem Niedergang entgegen. Nur einem hoffnungsvollen Neuanfang. Aramis ist fort. Ich finde deine Methoden zwar recht gewöhnungsbedürftig, aber du hattest Erfolg. Europa birgt eine Fülle an Wissen aus dem goldenen Zeitalter. Dieses Wissen, ob gut oder schlecht, gehört der Menschheit und darf nicht in die Hände unserer Feinde geraten. Ohne ihren Kell werden die Gefallenen sich verstreuen. Mit häufigen, gezielten Angriffen sorgen wir dafür, dass das auch so bleibt. Ich habe eine Abmachung mit den Erwachten. Varix hilft uns, Europa zu sichern und erhält dafür vorübergehend Immunität. Nach dem, was Kate passiert ist, habe ich zwar ein ungutes Gefühl dabei, aber wir haben jetzt dringlichere Probleme. Gemeinsam gibt es nichts, was wir nicht erreichen können.